Grüß euch, es ist eingeschaltet zur weiteren Folge zur Chose, zu Choses. Mit mir, dem Fuchsel, und der lieben Spring. Ihr habt den Zugriff auf die Rezepte für die infizierten Exemplare in der Küchenfabrik gegeben. Füttere sie. Weiß nicht, wie wir zu dem infizierten Tier überhaupt hinkommen. Aber gut, jetzt haben wir sie auch hier auf jeden Fall gerettet aus Gründen. Ja, haben wir einfach mal gemacht. So, jetzt müssten wir eigentlich hier theoretisch hier auf infiziert umschalten können. Guck mal. Und da könnte man jetzt theoretisch den Pinguin füttern mit dem hier jetzt hat. Aber den Pinguin haben wir jetzt gerade nicht da. So, des Weiteren haben wir jetzt durch die den Spind haben wir jetzt auch neue Dinger freigeschaltet, neue Rezepte hier bei dem hier. Toxika sind hier die ganzen Dinger hier. Braucht aber alles Tierblut. Aber dieses, doch, hier ist es. Hier ist es, das Immotoxius feralis. Substanz zur Eliminierung des Meningitis imitierten Parasiten. Meningitis. Ganz kurz. Der steht aber so nicht drin, in Dingsbums hier. Kann sein, dass die Tier. Die auch noch schwierig zu machen sind, die Teile hier. Was sollen hier mit den ganzen. Okay, sind die ganzen Rotavirus. Der Rotavirus Infektion imitierten. Okay, verstehe. Also das Tier, was halt im Grunde genommen wild wird. Oder? Ach, hier haben wir noch mehr Ferales. Ach du. War es das wahrscheinlich gar nicht. Oh. Nee, das hier war's. Zur Beseitigung des Paradien. Nee. Ich weiß es leider nicht. Irgendeins der Dinger war es auf jeden Fall. Naja, gut. Jetzt ist die große Frage, bei welchem Tier habe ich das herbekommen, diese Beschreibung? Wallabies haben wir abgeschlossen. Bei den Gorillas war es vorbei, das zweite waren die Pinguine, sind die verfügbar, und werde ich jetzt bei den Giraffen vorbeischauen. Weiß nicht, was ich sonst machen soll gerade. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Krankheit erkennen, dann dieses komische Anti-Gegengift da benutzen und dann bei dem anderen drauf machen, aber... Aufgabe ist erneuert. Wir haben jetzt Giraffe. Normal Giraffe. Okay. Schneiden, das ist ja nicht mehr viel, ist im Grunde genommen das hier. So. Okay, 0,1 vertan. Ungefähr ein Drittel, das heißt ungefähr hier. Auge mal Pi sagt, ich lag 0,3 daneben. Rasch blöd. Aber gut, was soll's. Warte, wenn ich so auf seinen Arm aufgucken kann. Okay, bevor wir hier anfangen, gucken wir hier nochmal ganz kurz wegen Medikamente durch. Jetzt weiß ich nicht, hat er jetzt beim letzten Mal angegriffen, weil wir den Scheiß abgesaugt haben oder weil wir auch den Wagen hintergefahren haben. Aber nach der Scheiße ist auf jeden Fall Ende. Da muss ich im Grunde genommen alles einsammeln. Am besten Fall jede Menge Blut noch dazu. Ja, dann gehen wir hier mal rein. Ist auch schon wieder da. Auch wieder da, möchte ich den Leuten auch was sagen.
Alte Zwiebel. Die auf den Schoß nehmen, du springst ja sofort wieder runter. Ich fühle diese brüllende Kraft, bla bla bla, juckt den ganzen Körper, um da rauszubrechen. Ja, okay. Leider nicht. Ich glaube wirklich, es war bei den Pinguinen, aber dann kann ich das Mittel ja nicht mehr holen. Theoretisch. Oder war es einfach nur zweimal das blöde Zufall, dass er mir alles gegeben hat, außer die Pinguine? Okay, drei Tiere. Die Nase gerade. Also, aufgepasst, ich brauche den Datenscanner, ich brauche das Futter hier. Nein. Nicht so schnell, dann dreht ihr mich nicht platt. Die überhaupt noch wach sind. So. Da waren auch gleich alle drei schön drauf. Jetzt, wenn Biao mal weggehen würde, kurz. Eine Sekunde. Jawohl, jetzt so. Hat er gerade gekotzt, Poe? Okay, Scheiß noch nicht aufsammeln. Dann haben wir die beiden Sachen erledigt. Dann geht's weiter mit Lautstärke nicht. Ich weiß auch nicht, was es bringt, wenn ich hier jetzt nach den UV-Dingern suchen muss. Oder kann es sein, dass das Tier mit der Infektion das Tier ist, was am meisten Verletzungen hat? Ja gut, Biao, aber Biao, der hat ja auch hohe Temperatur. Cleo hat gar nichts. Die tun aber feucht scheißen, ey. Okay, das. Dann tun wir den wieder rein. Dann brauchen wir hier den hier. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen noch die Blutspritze. Wir brauchen noch die Blutspritze. So, und zwar möchte ich jetzt von jedem einzelnen erstmal eine Probe absammeln. Schön, dass die gerade da liegen und sich gemütlich hier absitzen. So. Nächster Arsch. Ach. Nächster Arsch. Okay. Ich glaube, Poe, der hat sich die ganze Sache nochmal. Der hat sich das Ganze erst nochmal durch den Kopf gehen lassen. So. Okay, dann brauchen wir noch Lautstärke. Poe ist wieder am Rumrennen. Cleo noch. Okay, das ist das Tier, was auf jeden Fall 100%ig krank ist. Aber wir haben ja zwei, die ganze Zeit rumkotzen. Ich überlege gerade, wenn es das eine Tier, die eine Krankheit hat. So, jetzt gehen wir mal zurück. Und sammeln wieder ein paar Tierproben ein.
So, mach auf. Okay, Blut ist bei jedem in Ordnung gewesen. So. Ja, ja, lass raus, da, lass raus. Lass raus, das ist schlecht. Geht's dir nicht gut? Ich könnte auch theoretisch einfach raten, ob der... Guck mal, der andere, der kotzt auch, aber dem geht's eigentlich gut. Deswegen glaube ich, dass der vielleicht, gib mir auch nochmal eine Probe. Aber ich habe das Verhalten bei den anderen Tieren im Spiel noch nicht so beobachtet, dass die angefangen haben... Ja gut, gerade eben hat eines der Tiere, der Känguru, ja auch Schäden gehabt, obwohl er nichts hatte. Okay, machen wir hier nochmal zu. Alles in Ordnung. Okay, jetzt machen wir mal ganz kurz. Wir tun mal ganz kurz mal ein bisschen was abschätzen. Also Blutproben haben wir jetzt. Jetzt müssten wir eigentlich theoretisch Blut zur Verfügung haben. Für das, was wir hier haben. Ja, 300. So, Diagnostik. Wir haben hohe Temperatur. Nur hohe Temperatur bei einer Atemwegsinfektion. Und wenn die Kacke jetzt noch im Arsch wäre? Magen-Darm-Grippe ist eine Entzündung des Magens und des Darms, die durch eine Infektion verursacht wird. Eine bakteriell verursachte Infektion, die die Nase und Rachen der Nasenlinie, die Lunge betreffen. Weil ich glaube nämlich, dass die... Ach, hier kann ich auch noch die Tiere so durchschalten. Magen-Darm-Grippe. Ich würde jetzt mal ganz kurz auf Magen-Darm-Grippe gehen und würde jetzt hier einfach mal dieses Ding hier herstellen. Gegen Magen-Darm. Der wurde im Magen-Darm imitiert. Parasitär. Parasiten, die Blutkrankheiten imitieren. Tränen in Parasiten. Bakterielle Infektion. Magen-Darm. Den haue ich jetzt bei dem ein, der so tut. Die eigentliche Magen-Darm. Fliese. Ist jetzt nur ein Test. Ich weiß jetzt nicht, ob der Magen-Darm jetzt wirklich das ist, was denen fehlt, aber... Ich gehe jetzt mal von aus, wenn der... Dass der jetzt nicht brechen tut, wenn der, ja, Probleme mit der Nase hat. Da habe ich eigentlich drei Stück rausgehaut. War jetzt meine Frage, würde der jetzt überhaupt Schaden kriegen, wenn ich den jetzt den draufballer? Ich meine, warum würde ich sonst drei Stück kriegen? Okay, den Blut tue ich mal weg. Zwei Beißen in der Hand. Nehmen wir den Sauger noch mit. Okay, das ist der Toxiker. Jetzt muss ich den suchen, der wo... simuliert, sage ich mal. Das ist der, wo richtig krank ist. Also ich muss das mal nachladen. War es jetzt falsch? War das jetzt falsch? Cleo. Anscheinend war es falsch. Seht mich nicht so an! Ich dachte, das wäre der Richtige. Ich kann ja trotzdem mal nicht draufballern.
Denk, damit haben wir auf jeden Fall bestätigt, dass es immer eins der Tiere ist. Wir kommen sehr spät drauf. Okay, wo ist er? Okay, das Herz hat jetzt eine grüne Umrandung. Es könnte also theoretisch gar nicht so verkehrt sein, was wir hier machen. Jawohl! Ja, kotze dich aus, du, kotze dich aus. Den geht's gut, aber laut den hier. Ah, das ist. Ach, der hat den Virus rausgewirkt. Oh. Okay, dann waren wir richtig. Geil! Alle Tiere geheilt. Aber meine Frage ist jetzt, das war jetzt das kranke Tier, auf den ich jetzt geschossen habe. Warum ist er da mutiert? Warum sind andere Tiere in der Form nicht mutiert? Ich hätte jetzt gedacht, wenn alle Tiere überleben, dass dann noch die... Also vielleicht nicht kotzen tue. Okay, den nächsten tue ich dann mal mit dem passenden Futter füttern. Okay, erstmal kommt der hier drauf. Okay, dann tun wir die mit da rein. Es läuft halt einfach, wenn man genügend Chemie hat. So, dann fahren wir schnell wieder zurück zum Hub, weil ich muss ein bisschen Sachen nachladen. Ich frag mich auch, wie man die... Naja, das sehen wir dann gleich. So, ist die noch da? Die ist aufgestanden inzwischen. Hallöchen! Hallöchen! It's okay. I won't touch you. I'm the night zookeeper, Paul Connolly. And you? Sarah Watkins, investigative journalist for Pine Valley. Thanks for saving me. Too bad I can't return the favor. What do you mean? You probably already know that you've been injected with something, some kind of parasite. You also know something about these parasites. But how do you know? Sorry, bro. Journalists don't reveal their sources. I can only say that we don't have much time. And the main thing now is to open this stupid door with a biometric lock to gather evidence for the article. And expose these bastards. Can you help me? Ja, ich probier mal. Oh, geht leider nicht. Spontan habe ich da eine Idee. Ich habe hier eine Hand. Die abgeschnittene Hand hinzugefügt. Vielleicht kann ich die hier benutzen. Das geht sogar. Wait, is this a human hand? Where did you get it? Right where you almost ended up. Somehow I feel like... Well, never mind. Try to use it on a scanner. That's what I was planning to do. Cool. Let's go see where these maniacs conduct their experiments. Guck mal mal. I'm not sure I want to go in. I just want to get through this night and go back to my family.
Are you out of your mind? There's a parasite in you. You'll mutate soon. Do you think anyone will let you out of here? Anyway, it's up to you, but if I close this door, I won't let you in. Kann ich die Hand auch auf die andere Tür verwenden? Also als Neugierde da. So, tut, tut. Oh. Tut, tut. Oh. Nimm halt die Hand her, oder hat er die nicht mehr im Inventar? Das Kette von CJ. Überleg grad, gab es irgendwie einen Charakter, der so. Mal gucken, wer da ist. Disgusting face. A pure maniac who lacks a personal life. That's Doc, my daytime shift colleague. For a daytime zookeeper, your Doc has too many scientific degrees. I bet he's the head honcho here. Ich habe auch die Vermutung, dass er schon tot ist, der Junge. Wann kommt er in Credits halt vor? So. Eine Sekunde. Gut, dann weiter geht's. So, kann ich hier nicht diese Kette reinschieben? Oder hier einen Anruf entgegennehmen? It seems they cause mutations in humans as well as animals. Ja, sieht man. Mensch, ihr könnt ein bisschen näher hingehen, irgendwie so gucken und so. Handy! Oh, my cell. Battery for one call. Damn. I need to call my wife urgently. Don't call. Let's find something substantial. And then we can call the police. Einfach anstecken. Fantastic. There's a computer, but no data. Floppy disk? Where'd you get that? I found it in one of the lockers. Well, of course. Here's the password. Damn. You're not a hacker by any chance, are you? Not even close. I can guess the password only if I know who came up with it. Damn. Then we're at a dead end. What is this? Time to deal with another mutant. Fuck. Let's still call the cops. At least they'll get us out of here. I'll think about it. Soll er jetzt wieder hochgehen? Schauen wir einfach mal. Wo ist jetzt das Handy eigentlich? Soll ich jetzt nicht anrufen? Nutzen. Damn. The phone did die after all. Sehr schön. Kann man es nicht irgendwie anstecken? Now we know who extended a helping hand to us. Poor CJ. Did you know him? No. Why? So, wie geht's jetzt weiter? Polizei kann man nicht rufen. Da müssen wir jetzt das nächste Tier machen, oder? Na gut. Ich wollte auf jeden Fall erstmal Material nachfüllen, weil ich wollte jetzt mal probieren, was würde eigentlich passieren, wenn ich so ein Tier füttern würde. Angenommen. Und Fisch brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Weil wir brauchen Fleisch. Fleisch hätte ich theoretisch eine Quelle für. Ah ne, Fleisch ist noch drauf. Dann tue ich einmal hier Vegetable. Ne, Moment, Herbs, bei den ihr braucht. Herbs! Na, großes Kino. Verpassbarer Story-Fortschritt, wenn man die einfach grindet. Ach, Mann. Aber gut. Das wird mir so auch einfach ein bisschen heraus. Ich meine, wie hat schon der Professor ganz am Anfang gesagt? Hat der Professor schon ganz am Anfang gesagt hier, also der, wo uns angestellt hat, dann ist es gut, wenn man nicht auf alles hier einen Hinweis bekommt, sondern das lieber selber herausfindet, wie die Sachen gehen. Also müssen wir selber herausfinden, wie die Sachen gehen. Klar, ich könnte auch so nachgucken, aber... Langweilig. Ich schaue nur noch mal. Okay, Volldampf voraus.
Eine Sache möchte ich mal ausprobieren. Säubere einen Biofilmfilter habe ich doch schon. Da sind ein paar Gedärme drin. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, es funktioniert gar nicht, was ich vorhält. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ich habe mir nämlich gedacht, das würde eigentlich... Ja, ich glaube, wir wurden gesehen. Ja, dachte ich mir fast, dass ich nicht anvisieren kann. Ich dachte mir eigentlich in dem Moment, als sie da so gehängt ist und die ganze Zeit rumbrüllen ist, vielleicht kann man ihr so einen Betäubungsfall in den Arsch jagen. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt anzielen kann. Wir könnten ja mal herholen. Hallöchen! Also er lässt sie anzielen, aber gut, er ist ja auch tot. Ich lasse ihn einfach mal hängen, der wird schon nicht schlecht. Okay, Gorilla oder Zebra? Hm. Hat wahrscheinlich eh nichts mehr die Folge, aber wir können zumindest ein bisschen was vorbereiten. Sache allein vorbereiten. So. Aufgabe erneuern. Dann brauche ich erstmal Zebrafutter. Das war einmal 1 Kilo Kräuter, 1,5 Gemüse. Okay, es ist Kräuter. Das wären jetzt ungefähr 3,1,7. Hier ungefähr. Ah, knapp. So, und dann 1,5 Kilo. Das wären 3,5, dann wären das ungefähr 1,5. Ah, fast. Ich bin nicht mehr so gut. Okay, dann tun wir den hier mal raus. Dann kümmern wir uns mal ganz kurz um die Tierchen. Ich frage mich, ob wir jetzt irgendwie auch... Ab und C-Check kriegen wir sonst jetzt nichts mehr mit. Schauen wir hier nochmal kurz rein, ob es hier irgendwas gibt. Aber offenbar haben wir es einmal zumindest geschafft, die Tiere zu heilen. Guck mal. Das Material. Guck mal, hier wäre sogar Chemie gelegen. War die da beim letzten Mal auch schon? Was ist da raus? Blablabla. Interessiert niemanden. Oder spawnen die Sachen da immer random. So, machen wir mal auf. Zebra-Gehege. Hier Zebras. Okay, dann brauche ich erstmal hier Eimer und den Gucker. Und den Gucker. So, dann tun wir die hier rein. Oder machen wir jetzt im Grunde genommen das selber, was wir sonst auch machen. Splotch. Ich glaube, ich werde es mal ein bisschen überspringen, bis wir das Tier soweit getriggert haben. Weil ich denke, aktuell ist ja nichts mehr drin soweit. Inky. Okay, einer kotzt auf jeden Fall wieder rum. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich denke, ich habe genügend Material gesammelt. Sollte eigentlich gehen, soweit jetzt. So. Jetzt tue ich hier wieder zumachen. Okay. Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass ich wahrscheinlich nur ein einziges krankes Tier untersuchen muss und das andere, naja, dann halt eben dann raussuchen muss. Aber wie gesagt, das letzte Mal ist ja das kranke Tier, aggressiv geworden. Weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall jetzt hier noch die Kacke als ganz zum Schluss noch. Ich meine, jetzt weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. So. Dann sollten wir den jetzt eigentlich untersuchen können. Blutproben habe ich auch noch ein paar. Dann nehme ich mir die Spritze hier gleich einmal. Dann fahren wir den hier wieder rein.
Jetzt muss ich nur rausfinden, um was für ein Tier es sich hier jetzt genau handelt. Es handelt sich um ein Zentidermaturan. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir den füttern können. An sich sollte es gehen. Es entfernen. Okay, Kräuter brauche ich 1 Kilo. Das waren 0,9 Gemüse vor allem. Okay, Kräuter brauche ich 1 Kilo. Das heißt, das ist ungefähr Ding hier. So. Okay, und Fleisch brauche ich auch 1 Kilo. 3 Kilo ist dann ungefähr... so. Ah, nicht ganz, aber es passt. Annehmen. So, jetzt ist meine große Frage. Okay, zuerst mal schaue ich mal wegen Heilmittel nochmal. Nur so zur Sicherheit. Also, das Tier leidet an alles. Also Pest. Also brauche ich im Grunde genommen denjenigen, der wo... Pest imitiert. Imitiert. Bakteriell. Darm. Polius und ne? Imitierten. Grippe. Parasiten selbst erledigt. Blablabla. Pest. So. 1, 2, 3. So, Pestilenz. So, und ich möchte ihn jetzt einfach mal hier ein Futter geben. Mal gucken, was passiert, wenn man den jetzt einfach mal so das Futter gibt. So. Na, du Arschgesicht. Guck mal, es gibt Fressi. Aber ehrlich, ein anderes Tier fressen. Aufgabe des Lungen retten Inki. Da konnte ich nichts machen. Ich glaube, der jetzt wieder da oben bleibt. Nicht mit mir, du kommst da runter. Schau, da unten steht's fressen für dich. Also geht er zum Fressen oder? Lass mich halt gucken, was da passiert, Mensch. Okay, da teilt sich wieder ein 2 auf. Was hat man davon, dass man hier die ganze Zeit rumprobieren ist? Okay, habe ich noch eine Ladung? Ich meine, ich habe doch hier Futter rein. Warum frisst er es nicht? Hexe, was denkst du dir? Oh. Stinkst aus dem Maul. Aber richtig. Ungefähr so stinkt er. Ich frage mich, ob die Tiere mich auch killen können überhaupt. Jetzt bringen sie mich nur zum Kotzen. Na gut, haben wir denen jetzt auch geholfen, so gesehen. Der kotzt erst hier aus. Na gut, und Niki ist tot. Und einer von Tax müsste eigentlich theoretisch immer noch krank sein. Als frage ich mich trotzdem, was bringt dieses eigentlich das Ding davon? Oder wäre dann vielleicht das infizierte Zebra da einfach hinmarschiert und hätte dann da gefressen? Und dann hätte ich gesagt, aha, da ist er ja. Wäre theoretisch möglich gewesen. Okay, dann brauche ich noch ein Heilmittel gegen Pest gerade mal ganz schnell. Müsste theoretisch das erste, was nicht ging, ist.
Sepsis, Bagdad, Roter K, Pestrilev. Auf jeden Fall schön, dass man die Tiere auf diese Art und Weise retten kann. Hätte ich es nur gleich gewusst, dann hätte ich gleich auch mit dem Zeug auf den drauf geballert. Ich noch gewartet, bis der den. Meine Hände sind schon so kaputt eigentlich. Bist du Tags, du bist nicht Tags, du bist Pixel. Pixel ist übrigens verletzt. Also dann könnte man wahrscheinlich den auch erkennen. Also mit erkennen meine ich jetzt halt, ja, hier, das ist der, wo nur so tut. So Pixel? Tax? Nee. Was ist das hier, Tax? Ja, der rennt schon die ganze Zeit weg. Na gut, dann fahren wir mal zurück. Okay, aber vorher kotzen wir uns erstmal noch ab. Ich nehme mal halt am besten gleich mal den Eimer bereit. Oh, Telefon. Okay, gucken wir noch schnell ins Telefon rein. Schneller! Das ist eigentlich so ein Weichkäse. Night Zookeeper, Paul Connolly. Hey Paul, this is Mrs. Summers. Did you find anything? Miss Summers, I'm sorry to say this, but it seems something terrible has happened to your husband. I found his hand. Just his hand. Oh God! Miss Summers. Miss Summers, are you there? I understand you're in shock right now, but please call the police. Tell them that I and the journalist Sarah Watkins are locked in the old zoo. Sarah Watkins? Seriously? Is CJ messing around with that slut again? Well, now everything's clear to me. Junge, das. Tell her that these idiotic pranks won't work on me this time. You found CJ's hand? Let that bastard try to come home. I won't just cut off his hand. I'll cut off his dick. Na, das ist ja mal nett. Ist das tot und scheidet? Ja, super, nur weil er mit einer Journalistin zusammenarbeitet. Mein Gott, was für ein... Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Was für ein Dreckschwein, ey. Na gut, aber ich denke, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Und wenn wir in der nächsten Folge noch die Gorillas untersuchen und schauen, wie es dann weitergeht. Aber danke fürs Zusehen, würde mich ein Like, Kommentar und Abo freuen. Und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.